Folge 2227, ein Wunder. Peggy ist am Morgen irritiert, als ihr erneut kotzübel ist und sie sich übergeben muss. Als Alina einen Scherz macht und fragt, ob sie etwa schwanger ist, kommt Peggy ins Grübeln. Könnte das tatsächlich sein? Alina drängt sie darauf hin, einen Schwangerschaftstest zu machen, um Klarheit zu haben, und Peggy ist völlig fassungslos. Als dieser wirklich positiv ausfällt, sie fährt direkt zur Werkstatt, um Joe die freudige Nachricht zu berichten. Der werdende Vater ist völlig überwältigt, aber total glücklich über die Baby-News. Folge 2228, kein Grund zum Feiern. Am Morgen der großen 10-Jahres-Jubiläumsfeier in DWG sorgt eine weitere tolle Nachricht bei Joe für Hochstimmung. Peggys Frauenärztin hat die Schwangerschaft bestätigt. Während die Freude in der WG groß ist, kann sich Theo nicht mit der Tatsache abfinden, Peggy endgültig verloren zu haben. Vor Paula gibt er sich jedoch besonnen. In Wirklichkeit plant Theo jedoch seine Rache und taucht unter dem Vorwand, sich mit Joe versöhnen zu wollen, bei der Party auf. Die Lobhudeleien auf Joe bringen ihn allerdings schnell an seine Grenzen. Während Joe mit den anderen ausgelassen feiert, entlädt sich spontan Theos Hass und erlegt in einer Kurzschlusshandlung Feuer in der WG. Folge 2229, fürs Leben gezeichnet. Joes Erleichterung, dass Peggy außer Lebensgefahr ist, wird schnell getrübt, als er sieht, dass die Explosion sein Zuhause komplett zerstört hat. Doch der Zusammenhalt der Freunde gibt ihm die Kraft, weiter für Peggy stark zu sein. Nicht sahnend bedankt er sich bei Brandstifter Theo, ohne den er Peggy nicht hätte retten können. Er gesteht ihm sogar seine Schuldgefühle, weil er glaubt, dass er einen großen Teil zu dem verheerenden Feuer beigetragen hat. Wenig später muss Theo schon den nächsten Schicksalsschlag verkraften.